gestern wurde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine weitere Amtszeit gewählt. Ein zentraler Satz, Moment, das Interessante kommt ja noch. Ein zentraler Satz seiner Dankesrede war: Wer für die Demokratie streitet, hat mich an seiner Seite. Wer sie angreift, wird mich als Gegner haben. Und das ist immerhin Unterstützung von sehr prominenter Seite für uns. Unterstützung aber für was? Dafür, dass wir seit Wochen hier Montag für Montag den sogenannten Spaziergängern den Stern bieten und ihnen die Grundsätze der Demokratie herunterdeklinieren. Die kennen sie nämlich nicht. Wie ist es eigentlich um diese Grundsätze bei Ihnen bestellt? Zunächst einmal muss ich festhalten, für mich gehört zum Beispiel ein Mindestmaß an Aufrichtigkeit dazu. Und nun schauen Sie es sich an hier. Die Spaziergänger marschieren jeden Montag fast pünktlich um 18 Uhr, zum Teil pfeifend und grölend, zum Teil mit flegelhaftem Benehmen, aber immer in geschlossener Formation durch Landshut. Das ist unschwer zu erkennen. Sie behaupten aber, sie seien zufällig anwesende Spaziergänger. Sieht so, frage ich mich, Aufrichtigkeit aus? Ja, und dass das ihr Tun ungesetzlich ist, das wissen Sie ohnehin. Den Raum der Rechtsstaatlichkeit haben Sie als Teilnehmer an einer nicht genehmigten Demonstration ebenfalls längst verlassen. Ganz zu schweigen vom Raum der Vernunft. Von dem sind Sie Lichtjahre entfernt. Ja, Stichwort Vernunft. Sie ist seit über 250 Jahren Grundlage unserer modernen Wissenschaften und Grundlage unserer Demokratie. Wissenschaft und Demokratie sind auf vielfache Weise miteinander verwoben. Die Spaziergänger tun Erkenntnisse weltweit anerkannter Wissenschaftler mit wegwerfenden Handbewegungen in Bausch und Bogen ab. Und berufen sich dann auf irgendwelche Quacksalber, deren wissenschaftliche Anerkennung gegen Null geht. Wenn man sie fragt, warum diese Pseudoforscher in der Wissenschaftsgemeinde keinerlei Anerkennung finden, dann hört man, die gleichgeschaltete Lügenpresse würde dieses Wissen unterdrücken. Und das würden die Politiker aller Couleur in geschlossener Einheitlichkeit steuern. Meinungsfreiheit, eine breit aufgestellte Presselandschaft, Parteienvielfalt, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit auch, wie gesagt, Aufrichtigkeit, alle diese Wesensmerkmale unserer Demokratie tun sie mit hohem Gelächter ab. Und dann hört man auch bisweilen abscheuliche Vergleiche zur NS-Vergangenheit, um unsere Demokratie endgültig als solche zu leugnen. So geht Querdenken. So funktioniert Spaziergängerpolitik. Thank you.
Macht euch wunderbar lächerlich.